Für mich bedeutet jüdisch zu sein, dass ich einfach, ich weiß nicht, meine Kultur, meine Tradition ausleben kann. Als wir hier in Deutschland waren, haben wir auch ein bisschen zurückgezogen gelebt, was Judentum angeht. Ich glaube, dass Deutschland ein bisschen mutiger sein darf. Ich glaube, meinen Eltern war es immer wichtig, dass man irgendwie, dass ich mich hier integriere und dass ich nicht mich als Außenseiterin fühle. Und deswegen gab es auch an Nikolaus in den Schuhen irgendwie Schokolade und aber auch Lichter zünden an Hanukkah. Genau, das sind so meine Erinnerungen. Jüdisch zu sein im deutschen Kontext ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes, ehrlicherweise, weil man hier die Möglichkeit hat, auch ein bisschen der Geschichte mit aufzuarbeiten und mit seiner Identität vielleicht sich ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass aber ein großer Teil der jüdischen Gemeinde in Deutschland ein buntes Potpourri ist, halt aus sowjetischen Immigranten in Deutschland, ist es, glaube ich, fühlt sich niemand hundertprozentig deutsch, hundertprozentig irgendwie russisch oder ukrainisch oder lettisch. So, dass ich glaube, dass vor allem diese Pluralität der jüdischen Gemeinde in Deutschland was ganz Wertvolles ist. Man sieht es einem ja nicht an, ob man jüdisch ist oder nicht. Manchmal, wenn man einen Blick auf meine Kette riskiert, dann merkt man, dass der Blick ein bisschen länger hängen bleibt. Oder wenn man meinen Nachnamen sich durchliest und nachfragen möchte, woher das kommt, dann merkt man, dass man nachfragt, Reusenwasser, ist das jüdisch? Und dann wird jüdisch immer ganz leise ausgesprochen, als ob man das nicht sagen darf. Das ist interessant. Und ich glaube, dass Deutschland ein bisschen mutiger sein darf und dass eine Gesellschaft, die so unterschiedlich ist, dass man davon nur profitieren kann. Ja. Die ehemalige Sowjetunion war nicht wirklich das Paradies auf Erden. Und ich glaube, man würde dann jedes goldene Ticket nehmen, um da rauszukommen. Meine Mutter wollte eigentlich nach Israel emigrieren, aber mein Dad wollte das nicht. Und dann wollten die erstmal nach Amerika. Das hat aber auch nicht geklappt, weil man da irgendwie direkte Verwandte haben musste. Und dann haben sie sich halt für Deutschland entschieden, weil es war halt eine neue Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen. Die sind 1995 gekommen aus Moldawien. Und der Start war, glaube ich, nicht besonders einfach. Also meine Mutter konnte schon Jiddisch. Jiddisch ist so eine Sprache, ein Mix zwischen Hebräisch und Deutsch, sodass Deutsch für sie nicht so schwer war. Aber für meinen Dad war es schon ein bisschen schwieriger. Ich würde aber mittlerweile sagen, dass sie teilweise wahrscheinlich, mein Dad wahrscheinlich eine bessere Rechtschreibung hat als ich manchmal. Für mich bedeutet jüdisch zu sein, dass ich einfach, ich weiß nicht, meine Kultur, meine Tradition ausleben kann, dass ich andere Leute in meinem Umfeld habe, die mich immer unterstützen und dass ich weiß, dass wenn irgendwas ist, dass ich mich immer an die jüdische Gemeinde wenden kann oder an meine jüdischen Freunde. Und natürlich habe ich auch andere Freunde, die mich komplett unterstützen, aber ich glaube, dass halt die Verbindung mit den jüdischen Freunden nochmal was ganz anderes ist, auf eine andere Weise. Und für mich ist halt jüdisch sein immer, ja, jemanden im Rücken zu haben, der einen hält, wenn man halt fällt. Also ich sehe Deutschland schon teilweise als meine Heimat. Es war halt schon immer, ich meine, ich bin hier aufgewachsen, wie kann ich es nicht meine Heimat nennen, aber trotzdem glaube ich, für mich ist auch Heimat einfach ein Ort, wo ich mich wohlfühle und halt auch mein Jüdischsein ausleben kann. Und sobald zum Beispiel irgendwie sowas nicht mehr der Fall ist, würde ich Deutschland nicht mehr als meine Heimat bezeichnen. Also jüdische Kultur haben wir in der Ukraine sehr gefeiert und traditionell gelebt haben wir da auch. Im Osten zieht man sich ein bisschen mehr zurück als Jude und als wir hier in Deutschland waren, haben wir auch ein bisschen zurückgezogen gelebt, was Judentum angeht. Als ich in die Schule gegangen bin in Berlin, das erste Mal, habe ich mich gefühlt wie ein Alien. Keiner konnte meine Sprache, ich habe die alle nicht verstanden. Und beziehungsweise die anderen waren die Aliens, nicht ich.
Das war ein bisschen ängstlich, frustrierend, gruselig und schon mit einem Gefühl der Ungewissheit und Angst verbunden. Aber ich habe, glaube ich, als Kind schnell mich angepasst und gelernt, mich auf neue Sachen umzustellen. Meine Familie ist leider sehr zerstreut, weil das die Kriegsnachgeneration ist quasi und man sich halt nach dem Krieg auseinander entfernt hat und sich unterschiedliche Kontinente gesucht hat, wo man halt sich wohler fühlt. Für mich ist vor allem wichtig, dass die deutsche Bevölkerung versteht, dass Judentum nicht nur eine Religion ist, sondern eine Kultur. Und diese Kultur ist in der Zeit der Geschichte nach und nach verschwunden. Und wenn man diese Kultur hier sehen würde, wären alle Menschen viel offener und dann gäbe es weniger Antisemitismus, weil man sehen würde, dass man auch friedlich miteinander existieren kann.